So, nochmal das Ganze. Ach, heute ist eindeutig nicht mein Tag. Schauen wir mal, was die Kinder jetzt machen. So, und nochmal. Ich glaube, ich bin schon relativ verspätet eingestiegen in das Ganze. Mal sehen. Was demnächst auf jeden Fall auch noch kommt, ist Super Mario Odyssey. Da habe ich einfach Bock drauf. Das werde ich mir auf jeden Fall mal zulegen. Ich kann gar nicht verstehen, wie man Super Mario World nicht mögen kann. Ah ja, Super Mario Odyssey Speedruns, ja. Super Mario World war eines der ersten Spiele, mit denen ich groß geworden bin. Daher auch die Passion dafür. So, Konzentration. Der war ganz gut. Der war nice. Der war nice, jawohl. Warum machst du in SMB nicht den One Warp? ich möchte es eben erstmal glitchless probieren, weil ich den. Also es gibt ja ganz, ganz unterschiedliche Runs und der 11 Exit One glitchless ist eben einer davon. Und genau auf den habe ich auch Bock. Daher die Entscheidung, erstmal den zu machen. Und wenn hier eine einigermaßen annehmbare Zeit rauskommt. Ja, ja, speedrun.com habe ich mir einen Account gemacht. Und bin derzeit auf ca. Platz 750, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Mit meinem PB. Ja. Schauen wir mal, wo es noch hingeht. Das war close. Aber das gehört dazu. Ja, alles andere wird, denke ich, von alleine kommen. Also, wie gesagt, ich fange jetzt erstmal damit an. Weil ich einfach Bock drauf habe und das ist ja relativ wichtig, dass man vor allem das macht, auf was man Lust hat. Und aber natürlich soll die in Anführungszeichen Community da natürlich auch nicht zu kurz kommen. Daher auch die Entscheidung, dass wir noch was anderes gemeinsam machen können. Sehr schön. 5,5 Sekunden rausgeholt. Ich mache dir einen Vorschlag, Banan-Gamer. Wenn ich hier ein PB erreiche, im One, egal in welchem, switchen wir das Game zu Super Mario Maker 2. Klingt das für dich? Also drück mir die Daumen. Denn auf dein Team-Shell-Level habe ich auch voll Bock. Sage ich so, wie es ist. Sehr schön. Ist jetzt gar nicht so schlecht. Dieses Level bricht mir immer das Genick.
Ja, verdammt. Okay, halb so wild, wir machen weiter. Okay, die Feder hätte ich gebraucht, aber ist erstmal nicht so wild. Sind trotzdem immer noch recht schnell mit 7,7 Sekunden. Jetzt kommt das, was mir immer das Genick bricht. Das ist dieses verdammte Geisterhaus. Aber dann spielen wir einfach Safe Strats, damit wir hier sicher durchkommen. Power-Up nehmen wir mit, vorsichtshalber. Man weiß nie. Normalerweise muss man diesen Teil komplett überfliegen. Aber egal. Wir sind erstmal ganz safe, haben keinen Damage genommen. Alles gut. Müssen uns dann eben bloß die Feder wiederholen. Okay, 20,3 Sekunden, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wünsch mir Glück. Go, 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 sagt er. Okay, hier schauen wir einfach mal schnellstmöglich das Secret Exit und dann die Feder holen. Komm, 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 komm. Jetzt gleich wieder runter und müssen nochmal hier rein, um die Feder zu holen. Babys scheinen wieder zu schlafen. Das ist gut. Okay. Und jetzt, wenn möglich, nicht wieder verlieren. Ja, war gut. Okay. Genau dort bleiben wir, wo wir sind. Sehr schön, sehr schön. Sieht bis jetzt alles ganz gut aus. Puh, 18,1. Okay, weiter geht's. Puh, 17,9. Jetzt kommt das schlimmste Level von allen. Denn hier muss ich alles überfliegen. Vor allem muss ich die hier schaffen. Jawohl, genau, das war perfekt. Zumindest für die Strat, wie ich sie derzeit habe. Wir überfliegen das Ganze bis zu einer gewissen Stelle. Und zwar bis hierher. Dann geht es hier runter. Schlüssel holen und ab ins Schlüsselloch. Jawohl, 18 Sekunden, sehr schön. Okay, und auf geht's. Auch hier gehen wir am besten auf Nummer sicher. Damit ich hier meine Feder behalten kann, ohne Damage. Okay, gleich in die 5 rein. Und hier warten wir. Hier warten wir auf jeden Fall auf den Zyklus. Und los geht's.
Go, 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 go. Okay, perfekt. Wow, und go. 10:27, das sieht ja gar nicht so schlecht aus bisher. Funktioniert das Input-Overlay einigermaßen? Habe ich extra hier hinzugefügt. Ah, der war gut, der Cycle. Der war sehr gut. Der war sehr gut. Mensch, Bananengamer, bis jetzt sieht's ganz gut aus. Go, 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 alles super, sagt er. Du willst unbedingt, dass ich auch noch auf SMM2 switche, oder? Unbedingt. Okay. Das Face hier ist immer für mich mit das Schwerste, weil das relativ lang geht und wenn du hier einen von den Mega Koopas verkackst, das sah gut aus. Jawohl, sehr schön. Wenn du einen von den Mega Koopas hier verkackst, dann dauert es relativ lange, bis die nächsten kommen. Ja, ja, ist egal. Nehmen wir so hin. Und go. Komm, 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 komm. Oh, jetzt nicht verkacken. Ich will die Sub 13. Komm schon. Gib sie mir. Jawoll! Bananengamer, sau stark. 12:39. Alter Schwede. Bin ich happy. Das im 5. Try heute. Sehr geil, sehr geil. Danke, dass du da geblieben bist. Ganz klasse. Danke, danke. Ah, geilo. Geilo. Großartig.